Also, ich bin jetzt auf dem Weg zur Mariengrotte. Das ist unglaublich. Ich bin jetzt eine Stunde gefahren von Toulouse und da oben, jetzt muss ich nur aufpassen, sieht man die Burg im Berg drin, aber ich kann jetzt nicht anhalten, weil hinter mir sind die Autos. Was hochinteressant ist, also die Natur ist wie in Italien. Ich habe ja auch gesehen, ein bisschen recherchiert, ist ja, ich meine, das Römische Reich war ja sehr, sehr groß damals. Und wir hatten ja zum Beispiel Augsburg in Bayern, das war ja Augusta Vindelicorum, und Kempten, die hatten ja ganz andere Namen. Und der Berg hier hat die Energie wie bei, so jetzt bin ich angekommen, wie bei in Australien, der Ayers Rock. Genau, also hier geht die Reise los. Hier ist richtig wunderschön. So, jetzt gehen wir einen neuen Pilgerweg. Und was man immer machen kann, ist, wenn man auf einem Pilgerweg ist, ihr kennt ja auch den Jakobsweg, der ist ja super berühmt, wo man wirklich, ich glaube, mehrere Wochen oder auch Monate laufen kann. Ich bin den noch nie gelaufen, aber ich kenne Leute, die den gelaufen sind. Dass man in sich geht, in die Ruhe geht. Ich kenne einfach, das war jetzt gestern nämlich auch, da waren so viele Leute und die haben dann gelacht und gebrüllt. Und die waren ganz weit weg. Aber ich dachte dann immer, die kommen gleich und das war echt super anstrengend. Also für die Leute, die dann beten wollen auf dem Pilgerweg, finde ich das super respektlos. Deswegen habe ich auch gesagt, Schnauze halten. Es war echt anstrengend, weil ich immer nicht wusste, kommen sie gleich oder nicht. Und man tut es ja auch für sich und nicht für andere. Oder dass man sagen kann, oh, ich bin den Weg gegangen. Beim Pilgern ist es ja wie eine Meditation. Du fühlst den Schritt, den Boden unter deinen Füßen. Du fühlst deinen Körper. Du kannst beten. Du kannst sagen, hey, ich finde jetzt das Wort Sünden nicht so toll, aber zum Beispiel Karma-Sünden, dass man sagt, hey, die Sünden oder das Karma, das ich auf mich genommen habe, das gar nicht meins ist, aus dem Familiensystem. Habt ihr gesehen, den Schmetterling? Das gebe ich zurück. Das transformiere ich, das lasse ich auf diesem Weg hier los, so dass es Mutter Erde transformieren kann für mich. Wir sind nicht hier auf der Erde, um zu leiden. Wir sind auch nicht hier, um irgendwelche Sünden und Sühne und Buße zu tun. Wir sind hier, um glücklich zu sein. Und dann geht es auch darum, dass man weiß, aus dem tiefsten Innern heraus, dass man gut ist, dass man wertvoll ist. Und wenn man sich nicht so gut oder wertvoll fühlt, oder dass man die frische Luft atmet, das tut so gut. Oh mein Gott. Oh, das ist so balsam für die Seele. Und wenn man das nämlich nicht fühlen kann, dass man gut oder wertvoll ist, dann leidet man. Dann zieht man Dinge in sein Leben, die überhaupt nicht in Resonanz mit Freude gehen oder wo einen andere gar nicht so sehen können, wie man wirklich ist. Ich habe heute zu einer Klientin gesagt, sie hat gesagt zum, hey Agathe, mein Selbstwert, beobachtet bitte. Vergleicht ihr euch mit anderen? Habt ihr das übernommen aus dem Ahnensystem? Oder ist es die Energie und Frequenz und Resonanz von den Menschen um euch herum? Wie könnt ihr rausfinden, ob ihr eigentlich einen Selbstwert habt oder nicht? Geht in die Natur, einen Tag, mehrere Tage, seid ganz allein nur für euch, reinigt euch, geht ins Meer, geht in See, fühlt, dass ihr am Leben seid, und dann werdet ihr nämlich spüren, wie ihr euch wirklich fühlt, und das seid ihr. Hier haben wir die Lilie wieder. Und das ist ganz wichtig, dass man weiß, hier für Leute zum Hinhocken, dass man weiß, wie man sich fühlt, anfühlt, wie man ist,
wenn man alleine ist, ohne die anderen. Und dann kannst du dich nämlich besser abgrenzen. Hui! Ich weiß nicht, ob das Schneeglöckchen sind. Maiglöckchen heißt man die, gell? Oh, wie schön. Kleiner, so eine Art Löwenzahn. Wie wir gesagt haben, beobachtet die Blumen und die Pflanzen und die Symbole auf dem Weg, wenn ihr irgendwo hingeht. Und heute ist alles gelb. Also Solarplexus Selbstwert. Und vertraut einfach dem Weg. Ich bin heute zum Beispiel auf der Autobahn gefahren und irgendwas hat mich nicht auf die N8 fahren lassen. Ich bin dann geradeaus weiter und dachte, oh Mist. Und dann bin ich aber direkt hier rausgekommen. Also immer nicht auf dem Navi oder auf Menschen um einen herum hören, die sagen, da und da musst du hin. Wenn dein Innerstes was anders sagt, du wirst immer dahin kommen. Dein inneres Navigiersystem wird dich immer dahin führen und hinbringen, wo du hin musst. Und ich habe mir dann nur gedacht, ich war dann im Stau und dachte ich mir, ja, das wird schon seinen Grund haben. Das wird schon seinen Grund haben. Agathe, du kommst immer da an, wo du hin musst. Dein Innerstes führt dich. Du hast ein eingebautes Navigiersystem. Das habe ich wirklich. Egal, wo ich hingehe, ich komme immer am richtigen Ort raus. Und wenn ich mal... Könnt ihr das sehen, dass das der Fels ein Gesicht hat? Schaut aus wie ein Reptiloidenkopf. Aber, oh mein Gott, wisst ihr, was mir gestern begegnet ist? Da konnte ich leider kein Foto machen. Und zwar ein wunderschöner, giftgrüner, großer Salamander. So einen wunderschönen habe ich schon lange nicht mehr gesehen nach Hawaii. Also ich habe immer gedacht, die gibt es nur in Hawaii, aber die gab es ja auch nur ohne den roten Punkt an der Seite. So unglaublich schön. Und dann weiß ich immer, ich bin auf dem richtigen Weg, wenn die Drachen mich begleiten. Und dann bin ich richtig rausgekommen, hier direkt vor der Haustür, obwohl ich falsch gefahren bin, anhand des Navigiersystems. Ja, also lasst euch nicht abschrecken, fangt einfach an, vertraut euch, vertraut dem Weg. Genau. Die hier habe ich so viele davon bekommen in Sri Lanka, überall, und habe mich gewundert und habe mir gedacht, normal gebe ich das immer zurück oder ich gebe es irgendwo ins Meer. Und dieses Mal war es halt nicht so. Diesmal habe ich die alle behalten. Und auf den Azoren auch. Ich habe sie nicht ins Meer gegeben, ich habe sie behalten. Und eine Dame hat noch zu mir gesagt, Agathe, sie sieht ganz viele Muscheln, ich soll mit denen mich verbinden. Und dann dachte ich mir, hä, ich habe welche dabei, aber auf den Azoren sind gar keine Muscheln. Habe ich wirklich? Das war der erste Ort, wo ich keine Muscheln gefunden habe. Und habe die jetzt alle mitgebracht, gell? Und egal, wo ich hingehe, in jeder Marienkirche ist genau das. Ich weiß nicht, wie man die wirklich nennt, aber diese Muschel, wo die Venus draufsteht. Schaut euch mal bitte die Göttin Venus an. Und das ist ja von der Römerzeit, die Venus. Das ist ja die... Göttin. Es gibt ja auch die Venus, den Planeten Venus. Und man sagt ja auch, dass die Isis, die Venus, alle Göttinnen von Andromeda oder Venus kommen, das Weibliche. Bei Andromeda ist es aber so, dass sie ihr eigenes Kind geopfert hat. Und da geht es um das Thema Selbstliebe. Bei der Venus ist es wirklich die echte Weiblichkeit zu leben, wie die Lakshmi. Die Fülle, das Intuitive, die Kräuterkunde, ganz, ganz wichtig. Maria und Maria Magdalena kannten sich sehr gut aus mit den Kräutern, um Menschen zu helfen, zu heilen, im Einklang mit der Natur zu sein. Die Pflanzen haben ja bestimmte Frequenzen, dass man die wirklich anwendet im Alltag. Und die Kirche, was ich jetzt eben hier gesehen habe, die haben ja ihre Kirchen über die Tempel gebaut, haben aus der Venus die Maria gemacht. Und umso weiter dann du in den Westen gehst, nach Deutschland hoch, da siehst du dann die Mutter Gottes, die dann aber ja so einfach verunstaltet worden ist, dass es gar nicht mehr diese weibliche Energie hat, wie sie eigentlich haben sollte, wo man dann den Rosenkranz betet, aber mit so einem Leiden dahinter, anstatt mit einer Freude und Leichtigkeit und Musik. Das ist ganz wichtig.
So, jetzt war ich gerade in der echten Maria Magdalena Grotte. Da waren zwei Riesenquellen, so ein Azenotes. Das haben sie aber abgeschirmt. Ich habe trotzdem meine Hand rein. Viele haben nicht gesehen, dass da ein Wasserhahn ist. Und da ist ein Stück vom Knochen. Und wenn man aber das Gerüst anschaut, wo der Knochen drin ist, dann ist es die absolute Isis. Puh. Was ich jetzt auch interessant fand, als ich hochgelaufen bin, haben die Leute versucht, als ich die überholt habe, mich einzuholen. Das habe ich richtig gespürt energetisch. Da dachte ich mir, was soll denn das jetzt? Da musste ich mich energetisch mal ablösen, weil ich in meiner eigenen Energie bin. Und der Trick ist, wenn man einen Berg hochgeht und auf dem Pilgerweg ist, egal wie steil, egal wie weit, und man betet und bei in sich ist, und sich mit der Natur verbindet, geht super einfach. Und dann haben die sich jetzt gerade alle bei mir hingehängt. Dann dachte ich mir, was sollte denn das jetzt bitte? Ja, sehr interessant. Und das Interessante war auch, in der Grotte, gleich nebenan, war natürlich ein Weg zur Kirche rüber. Das, was ihr gesehen habt auf dem Bild. Und die Grotte, wie immer, die Priesterin, die Isis, die Venus, wie auch immer sie ihr nennen mögt, es geht immer zur Innererde. Da waren dann auch mehrere Eingänge zugemacht mit dem Gitter und dann das Wasser. Und dann kamen mir Bilder, die Meerjungfrauen, die konnten ja natürlich durch diese Wasserquellen und Wassertunnel, egal vom Meer oder in den Bergen, konnten die ja durchschwimmen und an die Oberfläche kommen. Und es war wieder, hat sich ganz stark gezeigt, die Engel mit den Flügeln, das ist die Andromeda-Energie, das ist die Göttin, das sind die Engel. Und wenn ihr mal schaut, die Augen zumacht, euch verbindet mit eurem Körper und dann guckt, welche Farben haben eure Flügel. Sind sie klein, sind sie groß, sind sie abgestutzt? Welche Farben haben sie? Sind sie kraftvoll? Sind sie abgeklemmt? Sind sie offen und weit? Das ist ganz wichtig. Schaut mal bitte bei euch. Wir sind alles Erdenengel hier auf der Erde. Und es gibt so viele Ebenen und Dimensionen, die alle miteinander verbunden sind. Ja, ich finde es immer interessant. Ich weiß jetzt, dass ich hier rede. Das mache ich normal gar nicht fürs Video. Normal bin ich ganz ruhig und mich wundert es immer, wie viele Leute dann reden und schreien und brüllen. Und wenn sie immer an die heiligen Orte gehen und dann gar kein Gefühl haben für diese heiligen Orte, wozu geht man denn dann hin, bitte? Schaut euch das mal an. Leider kann das die Kamera gar nicht so. Jetzt schaut euch um, schaut die Kräuter an, schaut die Blumen an. Bis dann. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Auto. Der Wind war jetzt echt kalt, vor allem oben in der Grotte. War so kalt, dass ein Junge, der es gesessen hat, gebetet, denke ich, und der hat geatmet und du hast den Rauch von dem kleinen Jungen gesehen, der aus dem Mund kommt. Ich dachte, wer sitzt denn da und raucht? Dabei war das der kleine Junge, der gebetet hat und dann kam der Rauch aus dem Mund. Was ich jetzt super interessant fand, wenn ihr auf einem Pilgerweg seid und geht. Das ist jetzt so die letzte Message für heute. Mir ist ein Mann begegnet, im Parkplatz schon. Und dann ist er mir wieder begegnet, als wir dann den Berg hoch sind. Und dann ist er mit einem riesen Rucksack und einer 30 Kilo schweren Eisenkugel den Berg hoch. Und ich dachte mir, Jesus Christ, mit seinem Holzkreuz geht da den Berg hoch.
Und dann dachte ich mir, ist ja auch interessant. Man kann das Karma auch mit sich rumschleppen. Und dann seht ihr das gerade? Man kann ja das Kreuz auch mit sich rumschleppen, gell? Das war so in meinem Kopf. Ich habe es natürlich nicht gesagt. Und dann sagt er, nein, er macht es für die Fitness. Dann denke ich mir, okay, wieso schleppt er denn das schwere, also wirklich 30 Kilo Eisenkugel, wieso schleppt er denn das da bitte den Berg hoch, den heiligen Berg hoch auf dem Pilgerweg? Ich meine, ist doch echt, und da hat er auch noch ausgeschaut wie Jesus, also so mit langen braunen Haaren. Und ich dachte mir, hä? Und dann war ich jetzt oben in der Grotte und dann war ich ganz oben am Berg und dann bin ich ihm wieder begegnet und dann hat er so mit einem Einheimischen geredet, auf Französisch. Und dann sagt er, ich habe dann überall Löwenzahn, die Blüten und Blätter gepflückt und gegessen. Und dann so, er guckt mich so an und ich sage, ja, ich esse das, das ist gesund, das ist gut für die Leber und das Blut. Und habe ihm eins gegeben, dann nimmt das so, hat es aber nicht gegessen. Und hat jemand eine Sonnenbrille verloren. Und dann sagt er zu mir, ja, ich bin dann zu denen hin, habe gesagt, ja, was hier denn sonst noch gibt, was ich anschauen muss. Ob das wirklich wichtig ist und gut ist, wenn ich das anschaue. So, ja, ja, ist voll schön, der eine ist von dort. Ich so, okay. Und dann sagt er, ja, er hat sein Handy verloren und er kann sich kein neues leisten. Und dann lacht er und sagt zu mir, Karma. Und man kann Karma nicht ändern. Und ich so, what the heck? Er rennt mit dieser Eisenkugel den Berg hoch, weil er das Karma auf sich nimmt. Und als ich gesagt habe, mehrmals, er kann sein Karma ändern, hat er ganz intensiv Nein gesagt. Und eigentlich, ich kam mir dann auf den Weg runter, hätte ich sagen sollen, ja, willst du es denn überhaupt ändern? Und da wäre wahrscheinlich gekommen, ein Ja. Und da sage ich, gut, dann kannst du es ändern. Also, und dann die anderen Leute, die sind dann, also auf dem Pilgerweg, du gehst da, um was loszulassen und dich nicht das mit dir rumzuschleppen, sondern um das zu transformieren und loszulassen, damit es dir dann gut geht und dass du dann in Leichtigkeit den Berg wieder runter gehst. So eine wichtige Message. Und dann habe ich mir gedacht, die echten Franzosen sind so lieb, so liebenswert. Ich weiß gar nicht, warum. Natürlich ist Paris nicht Frankreich, aber dass man wirklich mal, die Menschen sind ganz, ganz liebevoll hier, wirklich wahr. Also nochmal, Pilgerweg ist, du willst etwas Schweres loslassen und nicht mit dir rumschleppen. Und es liegt an dir, ob du es loslassen willst oder nicht. Ganz liebe Grüße, bis dann. Ciao. Das Licht immer leuchtet.